Hallo, da sind wir wieder. Matthias und ich sind heute unterwegs im Auftrag, das Streetfood der Welt zu erkunden. Ne? Ein bisschen zu gucken. Eigentlich haben wir so als Fastfood verschrien oder negativ. Aber das wird es ja erst, wenn industriell verarbeitete Lebensmittel ins Spiel kommen, oder? Ganz genau. Ja. Und die machen es dann ungesund. Und wir haben uns in der Welt umgeguckt und haben drei ganz tolle Beispiele. Das erste hat mit diesem Algenpapier zu tun. Das hat es faustdick hinter den Ohren. Total simpel. Also wir machen Temaki mit Gemüse, also das ist vegan. Dann geht's in den arabisch-mediterranen Raum. Lammfleisch steht im Mittelpunkt. Ja. Und Lammfleisch ist auch ein super Beispiel für gesünderes Fleisch. Dann zum Schluss sind wir wieder zu Hause. Da geht es ums Fischbrötchen und wie wir das Fischbrötchen noch einen Ticken anders gestalten können. Weil die Fette und so, die im Fisch drin sind, die findest du eh super, oder? Richtig, man darf nur nicht das Falsche drum herum machen, aber das zeigen wir auch. Ja, aber jetzt geht's erstmal ab nach Japan. Ja, guck mal hier, ich habe schon ein bisschen was geschnibbelt hier, ne? Also wir sind schon fleißig gewesen und bevor wir loslegen, und wir haben ja Reis dabei, ist es ganz wichtig, dass man den Sushi-Reis vorher wäscht. Zeig mal, wie das... Ja, genau. Mach mal ein bisschen was rein. Der wird ja in den Herkunftsländern ja auch neben der Straße getrocknet. Ja, mach ruhig ein bisschen mehr rein. Wenn du das so schaust, dann siehst du halt, wie sich unten auch das Wasser sofort dann trübt. Ne? Genau. Der ganze, und das ist halt, das sind auch Stärkereste, das sind Dinge, die dafür sorgen, dass es so ein bisschen unkontrolliert zusammenklebt und auch nachher von der Qualität nicht so gut ist. Es soll kleben, weil es ein Klebereis ist, aber auch irgendwie so eine Lockerheit haben. Ne? Achso, also wenn wir es nicht waschen würden, gut, dann haben wir den Schmutz nicht drauf, aber auch schmodderig. Es wird dann zu klebrig. Ja, es wird zu klebrig, es ist schmodderig, also das ist... Ja, man sieht's. Ja, genau. Und ich fange jetzt an, den Dip vorzubereiten und dafür habe ich hier Shiitake-Pilze einfach fein schon mal gemacht. Die würde ich anspitzen tatsächlich, damit sie... Ja, die Flüssigkeit verlieren, diesen Umami-Geschmack freigeben. Diese Shiitake-Pilze, die sind wirklich ein ganz wichtiges Element. Die sind zwar wirklich nicht besonders doll vom Eiweißgehalt, sie haben wirklich wenig Eiweiß, aber sie sind ja Heilpilze. Und die Japaner, die Asiaten, nehmen das als Heilmittel gegen Rheuma, also gegen Entzündung. Und Entzündungen machen uns alt, ist ja sozusagen ein Anti-Aging-Pilz. Und gegen die Bürden der Zivilisation, nämlich erhöhte Cholesterinwerte und Blutfettwerte. Damit verringern sie das Altern. Okay. So, ich bin jetzt dabei und mache so einen Sojadip. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Die Möglichkeit Nummer eins ist, ich mache das sehr gern, dass ich die Sojasauce reduziere, einen Ticken Wasser dazu gebe. Aber hier würde ich mal so eine schnelle, frische Variante machen. Ich habe jetzt hier die Pilze gut angeschwitzt. Gebe die zur Sojasauce dazu. Bei der Sojasauce ist auch noch ein ganz kleiner Sprung Honig mit drin. Dann gebe ich hier Ingwer, jungen Knoblauch, Chili und Limettenabrieb dazu. Das ist auch nochmal eine Portion Anti-Aging. Ja, das unterstützt das nochmal. Und jetzt die Zwiebeln nochmal dazu. Zwiebel, und ich lasse sie bewusst roh. Alle, die das anders wollen, können natürlich die auch einmal kurz anspitzen. Das sind diese zwei Varianten. So, jetzt gebe ich noch was zu. So, das ist ganz, ganz wichtig. Sesamöl. Ja, Sesamöl. Geht genau gesundheitlich in die gleiche Richtung. Und schon mal einen kleinen Schnack frischen Sesam dazu. Ja. Ganz zum Schluss kommt zu diesem Dip noch frischer Koriander dazu. Ja. Das lasse ich jetzt so ziehen. Und die Marinade, wenn man die jetzt gleich kalt stellt, dann hält die sich auch zwar ein, zwei Tage, aber idealerweise, wenn man es dann länger haltbar machen möchte, dann ruhig die Zwiebel ganz klein bisschen anschwitzen und die Zutaten ganz kurz und zum Schluss die frischen Kräuter dazu. Das zur Seite. Roten Rettich liebe ich auch, finde ich sehr, sehr lecker. Hat so eine schöne Schärfe, den schneide ich jetzt hier ein bisschen länger, auch so wie du. Ich versuche es genauso zu machen. Ich schnappe jetzt mal eine Und bei dem Reis ist ja hier auch die Besonderheit, dass der Reis dann nachher abgekühlt ist. Und damit haben wir den gleichen Effekt wie bei dem Kartoffelsalat, dass nämlich sich dann resistente Stärke bildet und damit der Reis weniger blutzuckerwirksamer ist und unsere guten Darmbakterien dann tatsächlich Futter bekommen. Der ist tatsächlich gesünder.
Das ist super. Also ich finde es total spannend, gerade weil du es gesagt hast, mit dieser Darmernährung, Darmgesundheit. Wir gehen davon aus, dass schon 25-30% der Bevölkerung eine verarmte Darmflora haben und daraus entwickeln sich dann leichter Krankheiten. Deshalb Futter für die Darmbakterien und da ist Sushi-Reis abgekühlt eine super Empfehlung. Ja. Kannst du die nochmal? Die tue ich dazu. Drauf. Ja. Also nicht wundern, ne? Auch wenn wir beim Kochen über Darm sprechen, also das muss einfach mal gesagt sein, weil ich finde es ein echt wichtiges Thema. So, der Reis, den du jetzt gewaschen hast, machen wir so, ich mache mal so 200 Gramm Reis, so 350 Gramm Wasser. Das habe ich schon vorgekocht, damit er auch einen Ticken auskühlt und du dann auch happy bist. Ich habe hier, ich lasse nebenbei schon mal laufen, so einen kleinen. Ein kleinen Schnack Reisessig und da gebe ich jetzt auch entweder Honig oder einen kleinen, ich finde zum Beispiel Ahornsirup ganz nett. Also Reisessig muss das, finde ich, schon sein. Wenn man so ein asiatisches Gericht macht und hat nicht den richtigen Essig, finde ich, dann schmeckt es schon anders, oder? Findest du nicht? Ich finde immer irgendwie, auch es ist auch immer das Gefühl, was man mit isst, ne? Ja, ja. Also schon, ne? Das muss Reisessig sein, ja. Ich finde es auch ganz klasse, dass wir hier einen Reiskocher genommen haben. Zu Hause habe ich tatsächlich keinen, nur hier haben wir einen. Und das ist immer ganz schön. Das macht das Leben sehr einfach dann, ne, beim Kochen. Okay, ich habe hier das, mache jetzt meine Essigreduktion hier rauf. Ich gebe immer noch, ich salze den Reis nicht so stark und gebe dann dafür lieber noch einen kleinen Schwung Salz in die Reduktion mit rein, damit es sich gleichmäßig verteilt und zum Schluss noch mal so ein Ticken Dampf raufkommt. Was macht jetzt der Essig mit deinem Reis? Der sorgt auf jeden Fall auch für diese geschmackliche Basis. Das leicht salzige, die Essigmarinade sorgt dafür, dass er zwar immer noch klebt, aber einen Ticken auflockert. Ah, sehe ich schon. Er wird schon viel luftiger. Ja, wir kriegen ihn aber nachher auch wieder richtig gut zusammen. Ja. So, jetzt haben wir hier das Gemüse. Und dieses Gemüse, das finde ich jetzt immer ganz schön, bevor wir es reingeben in diese Rollen, dass wir das hier so einen Ticken vormarinieren. Und wie lange willst du das dann einwirken lassen? Oh, ich mache das jetzt nur schnell. Das ist wie so ein Abschmecken. Ja. Und wenn du magst, kannst du nämlich auch gleich ein paar Rollen machen. Hier. Da bin ich richtig schlecht drin. Bist du? Also die werden immer ein bisschen ungleichmäßig. Also joa, ist okay. Egal. Für die Optik ist das schlecht. Du, das ist ja, das heißt ja auch handgemacht, ne? Mhm. Übersetzt. Insofern, Temaki handgemacht, da darf man auch mal irgendwie ein bisschen was sehen. Ne? Nun mach, jetzt bin ich gespannt. So. Ja. Genau, das ist hier ja Star Nummer 2. Man glaubt das gar nicht, dieses hauchdünne Ding. Weniger als ein Gramm wiegt es. Aber das ist offenbar Ernährungszukunft, weil es besteht dieses hier, diese Alge besteht zu 50% aus Eiweiß. Und es enthält viel Jod. Und wir haben in Deutschland schon wieder einen Jodmangel, leider. Mhm. Weil die Leute so viele Fertigprodukte essen. Die Jugend zu 60%, Erwachsene zu 30%. Und die Jugend braucht das halt für die gesunde Gehirnentwicklung. Und das nicht ist toll. Nur die Jugend. Nicht nur die Jugend. Nicht nur die Jugend, ne? Tarek, unser Gehirn sollte schon entwickelt sein. Es muss halt nur noch richtig funktionieren. Ja. Aber klar, wer eine Schilddrüsenfunktionsstörung hat, der sollte lieber seinen Arzt fragen. Und bei Schwangeren, ja. Bitte fragen Sie. Fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Ja. So, ich versuche das mal. Also das Lebensmittel der Zukunft und das ist halt eine pflanzliche Jodquelle. Und nicht zu vergessen Omega-3-Fettsäuren, denn die Fische kriegen ja ihre Omega-3-Fettsäuren aus den Algen. Und insofern haben wir hier gleich die Fische umgangen. Und möglicherweise ist halt der Omega-3-Reichtum der japanisch-asiatischen Küche auch einer der Gründe, weshalb die eben so toll punkten neben der mediterranen Küche. Ne? Ja, genau, also das finde ich halt richtig gut. Und das haben alle Kulturen mit gesundem Essen, halt fermentierte Lebensmittel, das haben die Asiaten auch ganz viel. Und fermentierte Lebensmittel, die reduzieren unser Erkrankungsrisiko deutlich. Also das sind sozusagen veredelte Lebensmittel. Das haben die Asiaten auch ganz toll. Jetzt habe ich das. Man darf es nicht zu nass machen. Du hast es nass gemacht, ich habe es sehr, sehr nass gemacht. Ja, ich mache, also ich. Und man muss sich dann beeilen, ne? So, wenn der Reis so eine gewisse Feuchtigkeit hat, dann geht es auch so, dass du es eigentlich erstmal den Reis aufbringst und dann nachher den Rest nochmal befeuchtest und verklebst. So, ne? Also feuchte Finger gehen immer mit am besten. Tarek, jetzt habe ich hier meinen Koriander oben drauf. So, und mit welcher Ecke, jetzt fange ich mit dieser kleinen Ecke an. Warte, ich komme mal rum. Ja. Nicht, dass du sagst. So, pass mal auf. Jetzt wichtig. Das ist ja so ein das bisschen ist schon zu nass, das ist, ne? Ja, aber ist ein bisschen schrödelig, aber pass mal auf, ist nicht so schlimm. Ich will es mal machen und du leitest mich an. Mach mal ruhig, bau dir mal so wie so eine Schultüte. Ja, machen wir gleich weg. Koriander. Und dann wird das hier oben hin so. So, und dann schlägst du diese Ecke praktisch wie so. Ah, einmal rum. Genau,
Zack. Wie so und zwar in einem Schwung. Ja. In einem Schwung. So, und jetzt? Rollst du das einfach weiter ein wie eine Schultüte? Ja. Und? Und ich finde, wie ist das? Super. Also, pass mal auf. 2 plus oder 2 minus? Na, und, ja, und weiß ich gar nicht so. Sieht süß aus mit den kleinen. Ja? Ich finde es total toll. Pass mal auf. Dann kannst du gleich mal probieren. Das Wichtigste beim Essen ist immer, dass es schmeckt. Ich gebe dir so ein bisschen Dip rein. Ja. Und du probierst. Guck, und ich mache dann gleich mal einen Teller fertig damit. Und den Kindern kannst du das noch als Pommes mit Soße verkaufen. So sieht es auch aus. Na? Hm, wirklich lecker. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du sozusagen die nordafrikanische oder orientalische Küche da in dem auch so gesund und so lecker findest. Weil jetzt gibt es nämlich lecker Lamm, also wir machen so einen kleinen Lammspieß mit Hummus, Paprika-Hummus. Mhm. Das hört sich schon mal gut an. Lamm ist ja echt auch ein gesundes Fleisch. Die Tiere leben draußen, die essen Gras überwiegend. Und das ist das fettärmste rote Fleisch überhaupt. Wir wissen ja, rotes Fleisch ist nicht so gesund. Aber wenn, dann Lamm, weil das ist natürlich aufgewachsen, fettarm. Und man sieht das auch, ne? Ja, genau. Total rot. Ich fange schon mal an, hier zu wolfen. Ne? Ja. Ich jag das mal hier rein. Und hat einen super hohen Eiweißanteil dadurch natürlich. Noch mehr als andere rote Fleischarten. Für dich ist es natürlich klar, du wolfst das selber. Und es ist dann frischer. Es hält auch besser zusammen auf dem Soar. So habe ich dich jetzt verstanden, ne? So. Das ist jetzt schon mal so das. Das ist aber schon eine ordentliche Menge, ne? Dann kriegen wir hier auch ein paar Menschen satt. Dann kriegen wir eine große Familie mit satt, ja. So, ich fange jetzt an, mach die Marinade dafür. Und wenn du Lust hast, kannst du vielleicht schon mal, was kannst du schon mal machen? Wir haben Spinat, haben wir da. Vielleicht schon mal Zitrone auspressen. Mhm. Ein bisschen für so ein Zitronen-Vinaigrette. So. Zwiebel. Ich schwitze die immer an. Dadurch kriegst du halt auch erstmal den Geschmack rein, ne? Es wird ein Ticken leckerer, man holt die ganzen Geschmacksstoffe raus. Dann gebe ich den Knoblauch auch mit dazu. Und die ganzen Gewürze, so wie Paprika und Kreuzkümmel, die gebe ich erst einen Ticken später dazu. Kurz warten. Und die Gewürze, die werden ja, wenn du sie zu stark erhitzt, du sagst, sie werden bitter, aber sie verlieren auch ihre gesundheitliche Wirkung zum Teil. Das ist noch ein zweiter Aspekt dabei, der für mich jetzt noch wichtig wäre. Was ist denn, hast du eine Temperatur, wo du sagst, so, das ist gut? Also und es ist auch so, je stärker wir was Nahrungsmittel, je stärker wir sie erhitzen, desto potenzieller ist es ungesund. Also desto wahrscheinlicher ist es ungesund, weil idealerweise ist natürlich immer alles am besten nur gekocht und dabei entstehen nicht zu viele schädliche Substanzen und die Lebensmittel behalten ihre natürliche Wirkung. Also man merkt schon, dass es lecker ist, wenn man einfach mal dran schnuppert. Das ist also wirklich extrem lecker. Das geht jetzt hier mit rein. Was hast du alles reingemacht jetzt? Jetzt hier drin ist Kreuzkümmel, Paprika, schwarzer Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel. Mal jetzt auch nicht wirklich Senf, macht man ja sonst auch gerne mal mit rein. Lass ich hier aber weg. Das ist also mit Senf ist es nachher eine deutsche Frikadelle. Und das sind wir, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sehen, dass wir jetzt hier so ein bisschen die orientalische Note reinkriegen. Ich finde es auch gut, wenn man die Kräuter nimmt. Und gerade so bei solchen Grillfleischsachen so, finde ich es auch ganz gut, wenn man die Stängel hinten wegschneidet. So, dass ich die dann mit reinmache. Und wir können nachher auch noch auf jeden Fall Koriander mit einbauen. Ist nicht jedermanns Ding. Ich liebe Koriander und deswegen kommt bei mir auch gerne wirklich immer mal ein bisschen was rein. Und auch die Vielfalt an Kräutern finde ich extrem wichtig. Und hier ist sozusagen Koriander für Anfänger, weißt du? Also das merkst du nicht so doll, versteckst du noch einen Ticken im Lammhack drin. Kann man ruhig mal ausprobieren. Ne? Ganz bisschen reinmischen, dann merkt man es nicht so stark. Und was neu ist, da muss man sich erst dran gewöhnen. Und auch bei Kreuzkümmel würde ich sagen, wer es nicht mag, langsam ansteigern. Ne? Ja, definitiv. Ne? Definitiv. Ist ja auch so, ne, als Holsteiner ist sie auch nicht das typische Gewürz im Grünkohl, oder? Nee, so wirklich nicht. Nicht so richtig, nicht so richtig. Das ist die Salzzitrone, die kannst du ins Dressing reinmachen. Vorsicht, das wärme ab. Ja. Ich mache auch einen Tick was in meinen Hack rein. Das haben wir ja schon mal zusammen gemacht, ne? Das riecht wie Palmolive. Ja, das riecht erstmal ein bisschen befremdlich. Ja. Fast ein bisschen künstlich. Ich beiß mal rein. Es ist total natürlich. Es ist ein ganz einfaches Lebensmittel. Ja. Zitrone und Salz. Mhm. Und durch das Salzen
hast du tatsächlich auch so eine Fermentation, so eine Aktivierung, Salzzitrone, ja. So eine Aktivierung, die dann erstmal wird sie, glaube ich, haltbar gemacht, mhm. Die Zitrone. Und auf der anderen Seite entwickelt sie einen ganz tollen Geschmack. Ich gebe dir noch mal so ein ganz bisschen was, das kannst du gerne ins Dressing reinhacken. Ja, da noch mal. Das wird, dieser Geschmack wird, man merkt das schon, riecht es doch, der wird quasi verhundertfacht. Also es dauert einen Monat, bis sie richtig durchreift. Aber dann, das, also es lohnt sich wirklich, das mal selbst zu machen. Mhm. Sonst, wenn du es nicht selbst machen willst, kriegst du es meistens so in orientalischen Läden oder so beim Delikatessenhändler. Also Salz-Zitrone kriegst du mittlerweile schon ganz gut. Mhm. Das riecht jetzt schon richtig orientalisch. Ich rieche auch schon den Kreuzkümmel daraus. Ist das jetzt richtig Street Food, Tarek? Ich würde sagen, ja, ne? So schön orientalisch, nordafrikanisch. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall den Hummus dazu. Oh, komm. Und da kommt Paprika mit rein. Und wir haben hier schon Paprika vorgeschmort. Das sind ganz einfach diese langen Spitzpaprika. Das sieht so fürchterlich schwarz aus. Sieht ungesund so ganz aus, verbrannt, ne? So ungesund. Mhm. Aber es muss so schwarz sein, damit diese Röstaromen, ne, nur der Geschmack, durch die Haut durchgeht und dann das Fleisch wirklich so ein bisschen dann auch beeinflusst. Und vorsichtig, wenn man es jetzt abzieht, sieht man das, darunter ist jetzt nichts schwarz, ne? Nee, so. Genau. Und das hat jetzt noch den Vorteil, dass die Menschen, die Paprika nicht so gut vertragen, das auch vertragen würden, weil ohne Haut und geschmort ist Paprika noch verträglicher. Und du hast das jetzt auf Kichererbsen gemacht und Kichererbsen sind ja auch nochmal so eine Proteinbombe. Das macht Kichererbsen ganz besonders. Also die Kichererbsen haben halb so viel Eiweiß wie Fleisch und das ist im Pflanzenreich echt schon außergewöhnlich. Und schon Hammer, sagst du? Ja, schon Hammer. Also ich empfehle das Menschen mit Diabetes, Menschen, die abnehmen wollen, allen, weil dann ist nicht nur 10% Eiweiß drin, sondern auch gut 10% Ballaststoffe und davon hat fast niemand in Deutschland genug. Aber jetzt guck mal, Ballaststoffe. Ja, und jetzt wirst du es... Ich habe jetzt hier, siehst du das, die Kichererbsen, ich habe die Paprika mit reingemacht. Ich habe jetzt Harissa dran, ja. Knoblauch auch nochmal, von der Zitrone was rein, Olivenöl, ja. Schon mal. Und jetzt tasten wir uns so ein bisschen ran. Jetzt wird püriert. So, jetzt habe ich schon mal vorgemixt. Jetzt kommen hier meine Cashewkerne rein. Erste Kontrolle? Ja, genau. Ich mal sehen, ob du das auch wirklich gut abgeschmeckt hast. Hm? Was fehlt noch? Hm. Ich würde noch einen ganz kleinen Tick. Ich finde schon gut. Woher kommt die süße Note? Ist das süße Note? Paprikapulver? Auf der einen Seite Paprika, ich habe einen ganz kleinen Schuss Ahornsirup. Aber wirklich ganz, ganz wenig. Aber die Paprika selber ist natürlich auch süßlich. Und wenn sie reif ist, wird sie noch süßer. Und dadurch, wenn du sie im Ofen schmorst, hast du natürlich noch kräftigere Intensität. Spitze. Wirklich. Du, wenn du magst, kannst du hier Basilikum und Blattspinat schon mal reinzupfen, dass wir nachher den Salat haben. Wird das praktisch hier so rumgewickelt. Und eher so flache Spieße. So. Da können auch ein paar Fingermuster drin sein. Das finde ich gar nicht so schlimm. Idealerweise natürlich auf dem Grill. Aber hier in der Pfanne geht das auch. Auf dem Grill brauchst du natürlich dann noch weniger Fett zum Braten. Ist auch gut. Warum jetzt als Spieß und nicht als Frikadelle? Gut, das ist kulturell, ne? Oder? Ja, ich finde es auch schön. Ja. Ich finde es wirklich... Oh, ich find das, den Spieß das, in die Hand zu nehmen, ja, und davon abzubeißen. Ja. Also auch wenn du es jetzt zum Beispiel mal beim Grill machst, ne? Ja. Ich finde das total toll. Nur dann, wenn du das zu Hause jetzt mal nachmachst, ne? Ich glaube, dieser Spieß, der kommt auch einfach daher, weil traditionell das einfach über Feuer gemacht wurde. Und das musst du mit dem Spieß machen. Also wer jetzt Fleisch einsparen will, der kann ja auch die Spieße mit weniger Fleisch beschicken. Ne? Ein bisschen dünner, ein bisschen sparsamer machen. Ne? Wer
Weil es kommt ja darauf an, dass das drumherum geröstet ist. Und, ja, kannst du nur einen Spieß essen? Ja, dann soll nur einen Spieß essen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ich berücksichtige auch gerne deine Wünsche und mach dir dann einen speziellen Spieß nur für dich. Einen kleinen? Ja. Gerne. Komme ich gern drauf zurück. Das ist dann sozusagen Variante Lolli. Ja. Tag, wie geht's jetzt mit dem Spinat-Basilikumsalat weiter? Ich bin ja ein mega Spinat-Fan. Ja. Es wirkt ja gegen Alterserblindung, die Makuladegeneration. Kann man gar nicht häufig genug essen. Ist das jetzt alles gemischt? Spinat, ja, und Basilikum? Der, lass mal die Hälfte machen. Ja. Sonst kriegst du das nicht so gut mariniert in dem Gefäß. Und dann können wir das eigentlich schon so lassen. Wie? Dressing hast du abgeschmeckt? Noch nicht ganz. Da ist jetzt. Da komme ich nämlich mal zu dir rüber. Mhm. Ja, gucken. Da fehlt jetzt, also ich habe kein Salz drin, nur das von der Zitrone, kein Pfeffer. Die Salzzitrone bringt schon ganz gut was rein. Mhm. So viel würde ich nicht machen. Vielleicht tatsächlich maximal so einen kleinen Mü Honig noch an. Mhm. Und mhm. vielleicht ein bisschen Pfeffer oder sowas drüber. Dann ist es auch schon gut. Mhm. Okay. Die Salzzitrone bringt echt gut Bums rein. Ne? Mhm. Ja, finde ich auch. Warte noch eine Sekunde und dann gibt es gleich was zu probieren. Ich mache jetzt hier fertig und dann geht's auf den Teller. Schade, dass du nicht so viel von der Creme hast, weil die ist besonders lecker. Ja, das finde ich auch schade. Mhm. Davon hole ich mir noch nach. Ich würde sagen, wir futtern nachher weiter. Ja. Also ich auf jeden Fall, du darfst ja noch. Ich darf noch ein bisschen. Und ich widme mich jetzt dem nächsten Gericht, denn jetzt sind wir wieder zurück im Norden bei den Fischbrötchen. Also nicht mehr Nordafrika, sondern Norddeutschland. Und jetzt ist es halt so, Fischbrötchen ist immer so eine Sache. Ne? Per se ist der Fisch doch gesund, oder? Unbedingt. Das ist das einzige tierische Lebensmittel, was auch antientzündlich, also gegen Alterung und gegen Entzündung im Körper, die wir bei Arthrose haben, wirkt. Insofern ist Fisch sozusagen, ja, man kann es sogar andersrum sagen, wir brauchen diese Fette von den Fischen, ob die jetzt aus der Alge kommen oder aus dem Fisch, das ist dann egal, aber das ist für uns tatsächlich wichtig, für viele Sachen, für das Immunsystem, für die Entwicklung des Gehirns und für die Regulation unserer Entzündung. Finde ich immer gut. Deswegen fange ich jetzt an und habe jetzt hier Räucherlachs und Forelle, geräucherte Forelle. Kalt geräuchert natürlich das Ganze. Und ich bereite das schon mal vor und lege das hier so drauf. Das ist so Einstiegsfisch. Mhm. Also der schmeckt nicht so ganz intensiv, ein klein bisschen Zitrone dran. Dann ist das auch ganz nett und das finde ich, das funktioniert immer. Es enthält weniger Omega-3-Fettsäuren, aber auch das, da sind eben welche drin. Ich mache jetzt hier zusätzlich zu deinen Omega-3-Fettsäuren noch ein bisschen Gemüse rein. Ich habe jetzt hier einen Frischkäse. Und zu dem Frischkäse kommen jetzt hier so gewürfelte Gürkchen rein. So. Einfach mal alles, was da ist. Ne? Also das finde ich immer so ganz schön. Weil das ist ja auch Bestandteil eines Fischbrötchens. Oftmals, dass du so Gurken hast und vielleicht Salat und Zwiebel. Und Dill gehört dazu. Ne? Radieschen, dann habe ich hier Gurke, Frischkäse, Dill, jetzt nehme ich hier noch frischen Meerrettich. Ist das was für dich, Meerrettich? Frisch? Meerrettich und Fisch, das sind auch, das muss zusammen. Ne? Meerrettich ist ja unser europäischer Wasabi, also ist ein Heilmittel, ja. Und wenn wir Heilmittel im Essen haben, ja, was kann man Besseres haben, ne? Also ich habe Meerrettich reingerieben jetzt hier. Die Kräuter sind dran, groben Pfeffer noch drauf. Ich finde hier dann auch Zitrone. Gerne immer auch Abrieb. Ein Spritzer von der Säure dran. Und dann finde ich gerade so bei Räucherfisch geht ein Apfel immer.
Also definitiv immer ein Apfel. Kann man entweder jetzt reinreiben oder ich würfel jetzt mal den halben Apfel auf diese Menge. So, und jetzt Frischkäse. Du hast die Zwiebel. Ja. Und ich vermenge jetzt hier die Zutaten. So, und das ist halt, das ist letztendlich ist das wie so eine Hausfrauensoße, aber ein Ticken anders. Ist ein Tick gesünder auch, weil es hat mehr Eiweiß und liefert auch eben viel mehr Kalzium für die Knochen. Und es ist fettärmer. So, das gebe ich jetzt dazu. Jetzt den Räucherfisch. Ja. Und ich finde, das ist ein ganz toller, zum Beispiel auch Frühstücksbegleiter. Ja, als Fischsalat. Wenn man Gäste bekommt, ne? So als Fischsalat. Mhm. Jetzt nehme ich mir Pumpernickel, weil ich finde Pumpernickel ganz toll. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, bin nicht so ein großer, ich bin da so eher der Vollkorn-Typ. Das Problem bei dem Fischbrötchen ist ja das Brötchen. Ja? Wenn du so am Hauptbahnhof ein Fischbrötchen kaufst, dann ist es halt so ein Tankstellenbrötchen und den Deckel schmeiße ich dann immer weg. Es ist immer schade drum, weil das ist ja auch wichtig. Das ist ein wirklich wertiges Brötchen. Es tut mir immer so leid, dass es dann so entwertet wird alles. Ne? Und du bist jetzt Pumpernickel-Fan, was das angeht, weil du das so als Sandwich machst? Nee, also weil ich auch das Verfahren der Pumpernickel-Herstellung so spannend finde. Ist ja auch so ein bisschen wie Fermentation, diese lange Reife, die Art, wie es gebacken wird. Und auch die Verträglichkeit ist ja bei Pumpernickel tatsächlich sehr, sehr gut. Ne? Also was du jetzt vielleicht noch machen kannst, du könntest mir hier noch Kräuter zupfen. Also ruhig alles ein bisschen Dill. Besonders Dill, ne? Also Kresse stehst du ja drauf. Ja. Und die Kresse kannst du ruhig hier unten immer so ein bisschen abschneiden. Mhm. Die andere auch. Weil dann kann ich jetzt nämlich schon mal... So. Wo tust du die dann noch rein? Das ist ja schon zu. Ja, es kommt oben drauf. Ah, okay. Dann muss man das mit Messer und Gabel essen. Ja, kann man ja. Ja. Da sind wir ein bisschen vom Streetfood weg, ne? Kleine Fingerhäppchen sind es ja trotzdem. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir das wieder ins Streetfood. Zack. Ich schneide das mal. Ich gebe dir mal. Schon mal so einen ganz kleinen. So, Hier, probier mal. Ja. Kannst du da mal nehmen. Ich schneide das mal rüber. Ja, ein Dill drauf. Hier gleich, zack. Und dann fange ich hier an, meine kleinen Cheater hier so aufzubauen. Weil das sind sozusagen diese kleinen Fingerhäppchen, die wir haben. Und die kannst du auch, also die kannst du super servieren jetzt auch mal. Einfach auf den Tisch stellen. Toll frisch schmeckt dann das, ja. Hier auch einen kleinen Schnack Salz ran. Mhm. Und man braucht gar, also jetzt, wer keinen Fisch mag, das kann man auch essen. Das schmeckt ja jetzt auch sehr wenig noch nach Fisch. Das ist mal was wirklich Neues und vor allen Dingen eine gute Alternative zu dem klassischen Fischbrötchen. Eigentlich kann man sagen, es gibt viele Weltkulturküchen, die, wenn man sie auf die traditionelle Art und Weise, ohne wirklich das industriell zu behandeln, benutzt, wenn man die Küche so umsetzt, ist eigentlich fast jede Küche gesund, oder? Tarek, das hätte ich jetzt gar nicht besser zusammenfassen können. Geht Imbiss essen gesund oder Streetfood, wie man heute sagt? Wir haben es bewiesen, es geht. Und das ist hier Weltküche. Das ist hier arabisch-mediterran, das ist asiatisch-traditionell und Nordic Diet. Und das sind Küchen, die sind bewiesenermaßen lebensverlängert. Sehr gut. Also mir macht das tierisch viel Freude mit diesen Gerichten. Das ist auf jeden Fall jetzt hier auch alles Herzensküche. Ne? Ich glaube, wir haben auch gezeigt, dass das einfach nachzukochen ist und wirklich easy going, ne? Ja, und jeder kann sich jetzt seinen Hauptgeschmack raussuchen. Wir legen los, einfach nachkochen. Einfach nachkochen und sagen, die Jungs, die sabbeln nicht nur Shizu oder so, sondern die machen richtig leckeres Zeug, ne? Komm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich schon meine Finger. Jetzt hast du den Meerrettich auch da.